So, hier and, and Noise Reduction for All. Das ist die neue Platte, sagen. wo sie den Loudness War aufgehört haben bei Metallica. Nee, stehe das hier einfach ich eine, die, stehe hier einfach. Das die die, 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 die uh, Akustikplatte von Metallica. <laughs> das haben sie doch auch gemacht, diese SM. Nee, nee, das ist hier mit einem, mit einem Philharmonie. Die haben doch, die haben doch ja, was ja. mit einem Philharmonieorchester gemacht oder halluziniere ich das jetzt? Nein, das haben sie gemacht, aber äh, das ist ja nicht Akustik. Glaub ja, ich. ich glaube, darum sind sie schon, oder mit ihren Gitarren. Yes, ja, ich glaube. Ich habe das nie gehört, glaube ich, also nie bewusst. Metallica und dann auch noch ein Orchester dran. Also ich weiß nicht, weiß ich nicht. Mir fällt jetzt aber auch nichts genau. Interessanteres außer dem drei zu zwei vom Wochenende ein, womit man noch ein Cold ja, Open. Ja, und bestreiten. aktuelle Themen wollen werden also hier nicht. Wir machen nichts Tagesaktuelles. Labern Sie mich nicht mit Goethe an, sondern folgen Sie mir ins Klassenzimmer. Die Geschichte ungenügend. Eine Produktion von sofakusch.de Ein heiterer Geschichtspodcast. Mit Abel Xavier, Unsinn und Janni im Hof. Hallo und herzlich willkommen zu Geschichte ungenügend, dem heiteren Podcast zu Geschichte und Popkultur mit meinem Mithistoriker, Mitposter und dem ehemals teuersten Schotten ever, Abel Xavier Unsinn. <laughs> Hallo und herzlich willkommen allerseits. Ich freue mich ja immer, wenn ich dieses Intro höre, das bringt mich ja sofort in Stimmung und in, in Wallung. Sehr schön. In Wallung wollte ich jetzt nicht sagen. Ähm, ja, ich habe mich heute auch wieder, ich bringe mich auch nochmal in Stimmung mit heute, mit wieder einem Kopf. Getränk. Oh, du hast auch. Ist das Tee oder Kaffee bei dir? Das ist tatsächlich Mh, Tee. Lecker. Schwarzer aus Friesen. Beneidenswert. Kann und Milch. Beneidenswert. Ich habe hier von Nocco, der No Carbs Company, Mango del Sol mit erhöhtem Koffeingehalt, obwohl es schon irgendwie auf den Nachmittag zugeht. Sol oder Sol? Sol wie Sonne. Ja. Hast du früher mal ja. Fanta Mango getrunken? <laughs> Ja, okay. und dann war es wieder weg und dann hat es mir auch nicht gefehlt. egal Okay, nichts verpasst. Wir, wir, steigen, wir steigen direkt <laughs> ein. Ich kann hier gar nicht drüber, sehr mittelmäßig, ja. kann man gar nicht gar nicht drüber referieren. Aber was machen wir hier sonst, was immer alle machen? Nämlich einen Podcast, wo jede Woche einer, und in dem Falle ich, Abel, das ist in dem Fall der andere, eine kleine oder längere bemerkenswerte Episode aus der Weltgeschichte vorträgt. Und Abel weiß nicht, worum es geht heute. Wird aber trotzdem gezwungen, den historischen Kontext bereitzustellen. Wird aber heute auch nicht so schwierig. Da freue ich mich nämlich sehr drauf. Ach. Ja. Und damit er und ihr es nicht so einfach habt, habe ich jede Woche noch eine Art kleine falsche Fährte eingebaut. Das heißt, wir nähern uns dem eigentlichen Thema immer irgendwie aus gewissen Umwegen oder aus einer besonders weit hergeholten Richtung, bevor wir beim Kern der Sache angelangt sind. Und zum Ende der Folgen sprechen wir immer noch über die popkulturelle Verarbeitung des Themas. Und diese ganzen Referenzen haben wir in unseren Playlists auf Spotify und YouTube. Die heißen da Geschichte ungenügend, kann man suchen oder euch die Links in den Shownotes so einfach anklicken. Genau. Und wir haben Social Media, wenn ihr euch auch darüber beschweren wollt, dass die Links in den Shownotes nicht funktionieren, dann meldet äh, euch bei uns. Und zwar: Unter. Also ihr könnt uns eine ganz oldschoolige Mail schreiben an geschichteungenuegend@gmail.com. at gmail.com. Das ist unsere E-Mail-Adresse, also UE in der Mitte. Oder ihr hinterlasst eine Nachricht per Twitter und da heißen wir Ungenugend. Da haben wir einfach die Ü-Punkte gestrichen. Super. Weil ich wisse, die nicht mag ungenügend. ja und wenn euch das richtig gut gefällt, wie wir hier abliefern, könnt ihr uns auf bei mir coffee.com ein weiteres koffeinhaltiges Getränk, mit dem ich nachhaltig meine Gesundheit ruinieren werde, spendieren. Link findet ihr auch in den Shownotes, wenn der nicht funktioniert oder guckt mal nach bei mir coffee nach Geschichte ungenügend, dann findet ihr uns schon. Or, ja, bevor wir heute einsteigen, eine kurze Triggerwarnung über ähm, ja wird ein bisschen eklig, geht um äh, geht auch um Verdauung, menschliche Verdauung und Ausscheidungen und wer damit nicht gut kann, bis nächste Woche ja. und ja, alle die uns gerne beim Kochen hören machen heute vielleicht was anderes <laughs> ähm, sauber oder so. Vielleicht sollten wir noch kurz einwerfen, das haben wir in den letzten Folgen mal ein bisschen vernachlässigt, dass wir auch Teil einer ganz tollen Verbindung von verschiedenen History-Podcasts sind. Denn History-Podcasts gibt es ja wie Sand am Meer, passt ja ganz gut. Und da haben sich so einige deutschsprachige historische Podcasts zusammengetan, um so eine Gruppe zu bilden und sich gegenseitig ein bisschen zu bewerben. Und das tun wir hiermit auch. Unter History Podcasts in der Mehrzahl ist wichtig.de kann man dort auf einer netten Suchmaske was finden, oder? So, so was <laughs> nee, ich gucke so, weil ja. die Geschichtspodcasts.de heißt <laughs> und nicht Historypodcasts.de. Äh, ja, der Hashtag Podcast heißt HistoryTelling. Äh, das ist... Ja. Ganz, ganz bums, machen wir nochmal. <laughs> 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 nee, ist egal. Geschichtspodcast.de unter dem Hashtag HistoryTelling findet ihr da noch viel mehr. Da ist es auch nicht immer so albern wie bei uns. Bei ja, okay, bei einigen schon. Aber im Großen und Ganzen äh, ist es vielleicht eine Runde seriöser. Ähm, aber wir machen auch ganz hochseriöse Sachen und deshalb hier die Warnung, Spoilerwarnung für die Buchreihe A Song of Ice and Fire von George R. R. Martin und die dazugehörige Fernsehserie Game of Thrones. Da könnt ihr mal zehn Minuten vorspielen, äh, vorspringen, springen, dann hat das auch ein Ende. Dir ist aber schon klar, dass ich. Ja, ja, die, aber die Bücher ja schon. Mit, mit den Büchern bist du ja tagesaktuell. Ja, super. Ja, die Bücher bin ich das auch. Bin wird auch ganz, das wird ja, auch ja, ganz ja, einfach. Also Wir dann reden dann auch nur ja, über eine Person, nämlich über äh, Jon Snow. Ja. Alles klar. Klingelst da beim Namen? Ja. Ja. Der, der weiß Fragen, Herr, Herr Snow, wissen der was? Weiß nichts, Sie wissen ja gar nichts. Das ist ein ganz beliebter Witz aus, der, aus, dem, <laughs> ja, aus den Büchern <laughs> und der Serie. Wer ist denn das? Genau, was soll ich, soll ich was, das ist eine der Hauptfiguren, das ist so eine Familie. Also, ich meine, was soll man das groß erzählen? 9, 95% der Leute, die das hören, werden auch schon mal was von Game of Thrones gehört haben. Auf jeden Fall ist das eine sehr schöne Buchreihe, die sich ein bisschen von so anderen hisst, Geschichtslastigen Romanen, denn es ist quasi, auch wenn es nicht, auch wenn es in einer ausgedachten Fantasy-Welt spielt, ist es ja sehr auf einer mittelalterlichen Welt angelegt. Und ähm, da haben halt alle so ihre eigenen Interessen. Und das ist sehr interessant, deswegen, weil es sehr wenig Gut und Böse gibt. Aber ein bisschen Gut gibt es dann halt doch. Und zu der Familie gehört auch Herr Schnee. Und der ist so einer der in sich vor sich hin brummelnden, ewig Guten, äh, dem ehrlichen, wahren Wesen nachstrebenden Gestalten. Und dem wird dann auch häufiger mal übel mitgespielt, weil er halt immer so gut sein will. Naja, ja die da. Der ist eine wichtige Figur da auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich noch weiter in die Ich glaube, das machen wir da zwischendurch schlicht, nochmal, weil wir nämlich gar nicht über diesen Jon Snow reden, sondern über Jon Snow ah. mit H. Jon Snow, nein, also Jon Snow, John Snow ah. in äh, A <laughs> Song of Ice and Fire schreibt sich J-O-N. Wir reden aber über Jon Snow mit H. Musste ich ähm, lachen, als mir der Name unterkam. Ah, ja, okay. Und der kommt am 15.03.1813 in York in England zur Welt. Zum real existierenden Jon Snow, hast du nicht mhm. zufällig schon gleich irgendwelches Wissen und Assoziationen? Ich bilde mir jetzt ein, dass ich auch mal über den Namen gestolpert bin und deswegen mal in Wikipedia Eintrag gelesen okay. habe. Das kann aber auch Einbildung sein. Der, ich gut, weiß, der, der junge John ist Mathematikbegabt und auch sonst einigermaßen helle. Und mit 14 geht er in die Ausbildung als im Englischen heißt, hieß es da Surgeon Apothecary. Also, ähm, da war sozusagen die, die das medizinische Fach so ein bisschen aufgeteilt in den Chirurgen, den Surgeon, den Apothecary, der sich mit Medizinen und Tinkturen und so weiter beschäftigt, und dem Physician, der äh, ja, jetzt husten sie mal und dann hier die, den Atem abhorcht, ja. Also ganz grob Doppelfunktion Chirurg und Apotheker. Dr. Lawyer Barber lernt er da. Ja. Und zwar <laughs> in Newcastle bei William Hardcastle. Und äh, wird in okay. dieser Zeit auch Vegetarier und Abstinenzler und schließt sich dem Temperance Movement auch an im ähm, Vereinten Königreich. Das das ist schon Mitte des 19. Jahrhunderts eine Geschichte, weil ich dachte, das sei was, was eher mit dem Ende des Jahrhunderts kommt, wo dann die Arbeiter dazu gebracht werden müssen, weniger zu saugen. Ja, die, die industrielle können. Revolution ging ja dann auch im, äh, auf den britischen Inseln ja einen Tacken früher oh. los. Ich weiß nicht, ob das jetzt genau korreliert, aber du hast auf jeden Fall ähm, auch... Jetzt gerade in so, so Städten wie London, dann halt auch eine große Masse. Und da gibt es auch irgendwann den, ich glaube, der ist dann ein bisschen, schon ein bisschen später, der Gin-Craze. Also Alkoholismus ist doch ganz deutlich auch so ein mhm. Symptom mhm. Des, des ganzen Empire und ähm, was sich da so tut. Also gar nicht so weit hergeholt, aber ich glaube, in erster Linie hatte er dann einfach nur selber keine Lust auf Saufen. Und ähm, genau, Fleisch auch nicht. Und 1832 behandelt er die Opfer eines Cholera-Ausbruchs im Ort Killingsworth. Sag nochmal kurz, ich hatte 1815 abgespeichert. Habe ich das falsch abgespeichert, wurde er geboren? 1813 ist? war er geboren und 1832 30. ist er halt schon ah, äh, Doktor, Doktor Lawyer, äh, okay. Doktor Lawyer und Chirurg. Ging alles früher los damals, alles klar. Ja. Ähm, aus der Grundschule in, in den Vorstand. <laughs> ja, genau. Und während der äh, aufgezeichneten Geschichte gab es immer mal wieder große Cholera-Pandemien. Ähm, auf der Welt, so auch irgendwie in, in diesen äh, Jahren, weißt du grob was über die Cholera? Ich, ja, du hast es schon in der Spoilerwarnung erwähnt. Auf jeden Fall, äh, ähm, also was das genau ist, wahrscheinlich sind es, ich weiß nicht ob nicht mal, ob es Viren oder Bakterien sind. Bakterien. Das, also bösen Sachen, ach so, okay. Entstehen die auf jeden Fall oder vermehren sie sich extrem in schlechten hygienischen Bedingungen? Und kann man sich ja vorstellen, Industrialisierung geht los. Auch schon, auch schon Anfang des 19. Jahrhunderts werden mehr Leute auf engem Raum wohnen müssen und dementsprechend sind da sehr schlechte hygienische Bedingungen und das leistet halt dann der Verbreitung von solchen Krankheiten auf Vorschub. Ganz genau. Und was sie dann macht, das ist äh, ja, schnell beschrieben, in erster Linie halt äh, ganz unfassbarer Durchfall. Der führt dann zu einer, so einer Dehydration und im schlimmsten Falle dann eben ähm, bis zum Tod. Und du hast es, genau dieses Setting haben wir jetzt. Wir haben die industrielle Revolution, wir haben Urbanisierung, wir haben schlechte hygienische Bedingungen. Die Cholera fordert auch heute noch in schlechten Jahren bis zu sechsstellige Totenzahlen im Jahr, aber kann mit Impfungen und Medikamenten behandelt werden und insbesondere die Prophylaxe, also sauberes Trinkwasser und Hygiene, sind halt unerlässlich dafür. Zu ähm, Jon Snow's Zeiten. Wissen die Menschen aber noch weniger als Jon Snow äh, über die Cholera? <laughs> und ähm, bei vielen dieser Erkrankungen geht man von der Theorie des sogenannten Miasma aus. Das oh, okay. ist eine Theorie, die besagt, dass der FC Bayern was ganz Besonderes ist. Und <laughs> nein, das, Entschuldigung, das war Mir San Mir, ein dummer Karlauer. Miasma ist was anderes. Da. Und da geht es eben, dass man, wenn man schlechte Gerüche atmet, dass das einen eben krank machen würde. Und ist ja auch nicht so wahnsinnig weit von der Realität dann weg ist, bloß dass sie noch keinen ordentlichen Begriff dafür hatten. Also. Ja, naja, klar, du hast Krankheiten, die äh, übertragen sich über tatsächlich über die Luft und Aerosole, die riechst du aber nicht. Ja, ja, klar. Ja, ja. Wir kennen das aktuell. Äh, ja. Und es gab auch die Theorie, dass wenn man äh, zu gutes Essen riecht, dass einen das auch dick macht. Und das ist auch wieder so. Kausalität und Korrelation in der Geschichte immer munter durcheinander gepoltert. So, nee, wenn man das dann aufisst, was man riecht, davon wird man dick, nicht nur vom, nicht vom Riechen. Zusammengefasst, das Miasma besagt halt, die schlechte Luft, der schlechte Geruch ist der Auslöser der Krankheit. Ich meine, oft korreliert es natürlich, aber es ist dann eben nicht der, äh, der, nicht der Auslöser, aber das wusste man zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht. Zurück zu John Snow, der hat sich, nachdem er auch mit den Cholera-Patienten da gearbeitet hat, hat er sich ganz woanders hin spezialisiert. Er ist einer der Pioniere der Anästhesie geworden, unter anderem mit Chloroform und ist auch ein Gründungsmitglied der Epidemiologischen Gesellschaft in England. Und mitten in einer der großen Cholera-Pandemien, nämlich die zwischen 1846 und 1860, Infizieren sich zahlreiche Einwohner im Londoner Stadtteil Soho, nämlich 1854. Ein Fall für Jon Snow. Und Jon Snow glaubt die Theorie des Miasma irgendwie nicht mehr so richtig, aber er kommt jetzt auch nicht groß dahinter, dass es sich um Bakterien äh, handelt. Was er aber macht, er bedient sich, und ich würde es fast sozialwissenschaftliche Methoden nennen, was er macht, er kartografiert die einzelnen Erkrankungen ja. auf der Karte des Viertels. Und ähm, nicht er alleine, aber mit noch ein paar anderen. Er führt ähm, Interviews mit Erkrankten und äh, Genesenen. Und er kommt dann dem Ausbruch insofern auf die Spur, indem er herausfindet, was alle Infizierten gemeinsam haben. Das sind Engländer. <laughs> äh, nee, sie kriegen alle ihr Wasser aus der Broad Street. Die ah, okay. benutzen alle die gleiche Frischwasserpumpe in der Broad Street. Und Snow. Denkt sich, okay, das muss der Auslöser sein. Das kommt aus dem Wasser. Und er sorgt dafür, dass der Arm an der Pumpe abgebaut wird. Und in der Tat gehen die Todesfälle und Erkrankungen rapide zurück. Er sagt dann selber später, dass das nur einer der Faktoren war, diese Pumpe abzuschalten. Tatsächlich war die Sterblichkeit ohnehin schon rückläufig. Also, sprich, alle Leute, die irgendwie angeschlagen waren, waren schon dran gestorben. Viele Leute hatten sich aus dem Viertel einfach auch davon gemacht, aus Angst vor Ansteckung. Und er bringt jetzt halt die Theorie zum Tisch, dass es sich um irgendwelche Erreger aus dem Wasser handelt, dass dieses Wasser irgendwie nicht hygienisch ist mhm. und damit greift er halt dieses, das gängige, einmal so diese gängige Scientific Wahrheit an ja. und ähm, da gibt es so zwei Erklärungen, wieso er jetzt dann nicht so erfolgreich gewesen ist mit, mit seiner Theorie. Zum einen wurde wird argumentiert, dass man so dieses, ja, aber das mit so Kaki-Bazillen im Trinkwasser, das könne man jetzt ja den Sensibilitäten der viktorianischen Gesellschaft nicht zumuten. Die sind alle zu Etepetete, um die Wahrheit äh, zu verstehen. Ja, genau. so, eine, so, das so akzeptieren besser. Genau, sowas wird, da, sowas wird da aufgemacht. Und ich Dann glaube. Müsste man das ja thematisieren? Oh Gott. Ja, das ist ja. Sowieso, ich habe dieses kann man auch mal verlinken, mal gelesen. Ich weiß, ich habe sogar tatsächlich auch jetzt vergessen, von wem es ist. Heißt "Inventing the Victorians", wo so ein bisschen auch mit den, das ist auch nicht alles das Gold, was glänzt in dem Buch. Aber da wird ein bisschen auch mit diesen Klischees vom, vom viktorianischen London. dass es halt oft, oftmals so war, dass die die satiren über die Viktorianer dann letzten Endes die die dann mit der Wahrheit über sie sowas wie ein Beispiel die Kannst du das mit den verhüllten Tischbeinen? Nee. Jemand hat in einer Satire mal geschrieben: Die Viktorianer sind so prüde, die äh, wickeln ihre Tischbeine mit irgendwelchen Sachen ein, damit sie da nicht geil werden. Ja, das ist nackte Beine. <laughs> ja. So und das wurde dann aber immer weitergetragen, bis es dann eben nicht mehr als Satire gekennzeichnet wurde, sondern ja, die Viktorianer, die waren so prüde das. Und, also ja, die waren auch prüde, aber nicht ähm, nicht Tischbein, äh, ja. nicht Tischbein in den Strumpf packen prüde. Urban Myth Version 1860. Ja, genau. Und ähm, ja, das andere, was glaube ich wirklich drunter äh, das, das, das Unterliegende war, ja, wenn das jetzt mit dem dreckigen Wasser zu tun hätte, das wird ja unheimlich kompliziert, das da sauber zu kriegen. Mhm. Wie sollen wir denn das, das machen? Das ist ja wirklich so also, das ist ja wirklich eine schöne Parallelität auch zu diesem ganzen Corona-Zeug, dass natürlich bestimmte Maßnahmen einfach gar nicht angegangen werden, weil das viel zu aufwendig ist, die alle durchzuführen. Da muss man ja nur in die Schulen gehen und diese ganze Distanzunterricht, was das für Probleme mit sich bringt, das, das kann man nicht so auf die Beine stellen, dass es für die Kinder gut ist. Also müssen wir die Kinder halt in die Schule schicken und dann werden halt ein paar Lehrer krank. Ja, wobei die Lehrer infizieren auch die Schüler immer. Ah, weil die ja, alle so. Ja, genau. Ähm. Egal. gewaschen sind. <laughs> ja, gute Nachricht. Die Leute haben sich nicht mehr so stark infiziert. Schlechte Nachricht. Ähm, Jon Snows. also die haben die wirklich... Er, er hat seine Theorie da halt bei, den, bei der wissenschaftlichen, bei diesen Boards dann da vorgestellt und die haben ihm gesagt... You know nothing, Jon Snow. Ja, ich habe es <laughs> natürlich auch noch mal rausgeschnitten aus, aus der Serie. Und, ähm, ja, er ist da ein bisschen... Jetzt indigniert und das Ganze geht halt so weiter. Und die blieben einfach bei ihrem Miasma und haben gesagt, irgendwie, nee, das sind halt die Dämpfe, die da rumsteigen, und das kann nicht damit zusammenhängen, dass da irgendwie ein Wasser kaputt ist oder dass da einfach ein Hahn irgendwie verdreckt ist. Ja, also man hat es zwar gemacht und hat festgestellt, das hat auch was gebracht, aber im Großen und Ganzen, also wir bleiben bei dem, wir bleiben bei dem Mir wir ja, mit dem, Wir machen das jetzt mit den Fähnchen und dem üblen Geruch. Und äh, ja, so geht's halt weiter. Ein Jahr später, 1855 im Sommer, das London zur Zeit Königin Victorias war auf ja, so 2,8 bis 3, irgendwas Millionen Menschen um die Zeit angewachsen. Und du hast es schon angesprochen, die industrielle Revolution hat eine bisher ungekannte Urbanisierung angeschoben. Und die Infrastruktur der Stadt war aber weitestgehend noch mittelalterlich bzw. frühneuzeitlich, insbesondere bei der, äh, bei der Hygiene. Und mhm. da greifen wir mal zurück zum Erfurter Latrinensturz, einer unserer ja. früheren Folgen. Übrigens immer noch unser Schlager, wenn man uns im Internet Absolut. finden möchte. Erfurter Latrinensturz Podcast. Ja, welche Arten von Entsorgung von Fäkalien haben wir denn zu der Zeit? Ähm, auf der Straße kippen und wegspülen lassen. Ja. Vom Regen oder was auch immer, würde ich ja. behaupten. <laughs> Beziehungsweise, wenn man zufälligerweise an irgendwas Kanaligem wohnt, wahrscheinlich schon auch Rinder mit. Mhm. Also direkt in die, also der wird ja nicht nur die Themse gegeben haben, die werden ja auch schon irgendwelche Kanäle und irgendwelche Sachen da ja. gehabt haben. Aber die werden dann sicherlich auch verdreckt und verstopft über die Jahrhunderte worden sein und eben viel zu wenig mit, mit, mit Sachen transportieren können. Ja, ganz genau. Ja. Und du sagst es, es gab Kanalisation, die war aber in erster Linie für den Ablauf von Regenwasser und man durfte seine Fäkalien da gar nicht reinpacken. Und was es noch gab, du sprachst auch genau auf die Straße. Und dann gab es aber auch noch die Sickergrube. Ja, also im Englischen okay. auch die auch als Cesspit bekannt. Also, Jetzt auch so in Arbeitersiedlungen, wo ganz viele Leute auf einem Haufen wohnen. Ist da überhaupt Platz für da gewesen? Ich stelle mir das eher so vor, bei hinterm, na, hinterm Schloss nicht, aber irgendwie <laughs> hinter den, in den besseren Siedlungen halt irgendwie. Genau, in also in diesen, in diesen Tenen, großen Tenements da nicht. Aber wo du ja sowas wie einen kleinen Hinterhof hattest, ähm, da gab es dann den Donnerbalken und da hat man drunter halt eben eine Grube ausgehoben und gehofft, dass sie einfach groß genug ist, dass sie in diesem Leben nicht mehr voll wird und sitzt nee. auf dem Donnerbalken und hofft auf das Beste. Die hatten den Nachteil bzw. die Gefahr, dass sich mitunter explosive Gasgemische mit Methan etc. Ähm, da anstauten und es immer mal wieder zu Explosionen gab, wenn sich Leute auf klone Kippe angezündet oder ein Pfeifchen angezündet haben. Wer da genug Voyeurismus an den Tag legt, kann sich auch noch heute auf Videoplattformen schlimme Sachen angucken, denn so Septic Tanks und, und Cesspits gibt es ja immer noch, aber von mir habt ihr es nicht. Na oh Gott, ja, ja. Genau, über die Kanalisation ähm, sprach ich schon, aber tatsächlich landet halt natürlich auch das aus der Kanalisation ungeklärt in der Themse. Problem gelöst, ja. Fluss fließt ja ins ja. Meer, das ist ja alles dann weg. Und das ging die Jahrhunderte über. Auch immer noch ganz gut, weil die Themse wurde ja auch seit Jahrhunderten einfach als Abfluss für, für Fäkalien verwendet. Und auch nicht nur, nicht nur Exkremente, sondern auch anderer Unrat. Und dann zum Beispiel auch, was weiß ich, tote Tiere um, und so Reste aus der, aus der Fleischproduktion. Und wie klassischer Fall von aus den Augen, aus dem Sinn. Den Leuten dämmerte allerdings so langsam, dass die Themse bei London natürlich einen gewissen Tidenhub hat. Das heißt, mhm. es gibt Ebbe und Flut auf eine gewisse Art und Weise. Das heißt, das Meer drückt die ganze Kacke wieder zurück in die Stadt. Klar, ja, ja. So, und viel von dem, was sich in Sickergruben und auf der Straße angesammelt hat, das wurde ja dann halt auch wirklich, die hießen, oh, jetzt habe ich mir das hier nicht aufgeschrieben, die hatten einen ganz tollen Namen, den schreibe ich irgendwo nochmal rein. Die haben aus den Sickergruben und von der Straße eben die Fäkalien geholt und im Umland als Dünger verkauft an die Bauern. Mhm und aber auch ab den 1850ern gab es dafür keine Abnehmer mehr, weil denn der neue <laughs> sprichwörtliche heiße Scheiß bei den Bauern war was? Ja, von den Kühen? Äh, ne. Ja, Kühe haben sie nicht so viel gehabt. Von den Schafen? Nee. Dünger? Bevor, bevor uns Al der Kunst Alte Mumien aus Ägypten. Ja, das, äh, es, ist, es ist zwischen ich, äh, alten Mumien und, äh, also auch in den, in den lustigen Geschichtspodcasts, zwischen alten Mumien äh, und äh, künstlichem Dünger angelegt, äh, nämlich Guano. Ja. Ach, jetzt wirklich Vogelkram? Ja, Vogel, äh, Fledermaus und äh, Seevogelkacke. Die hat mehr Stickstoff, Phosphat und Potasche und ist viel geeigneter als mh, jetzt menschliche Exkremente oder Kuhfladen. Weißt du, wie die die gesammelt haben? Äh, ja. Haben die haben da die Kreidefelsen von Dover abgekratzt? Die oder sind. So? Oder wo äh, die sind? Ja, das, das gab Inseln, die einfach fast wirklich ausschließlich von diesen Vogelkolonien wurden. Und da wurde, da gab es dann halt auch wirklich Krieg um den Guano. Gibt es auch von äh, ja, unserem ah, großen, wie sagt man da, ja, Vorbilddollop? Ja, Vor Vor ja. Ach, ich glaube, mindestens eine. Guano-Folge. Und ja, das wird dann da in teilweise in Süd- und Mittelamerika, wird es davon von den Inseln runtergekratzt und das ist äh, wahnsinnig viel äh, Geld wert. Und aber dann anscheinend, wenn es dann da ist, immer noch billiger und vor allen Dingen äh, für den Bauern profitabler, als sich den Sichi-Scheiße aus der Stadt äh, ankarren zu lassen. Ja. Ja. Dementsprechend gab es da auch keinen Weg raus. Und ähm, dann... Hat sich die Erfindung der Spültoilette auch nicht so gerade als Segen für die Hygiene äh, erwiesen, denn die Spültoilette hat zwar große Geschäfte sehr schnell aus der eigenen Wohnung entfernen können, aber dann halt eben auch entweder in die Sickergrube, die dann halt sehr viel schneller voll waren, weil halt noch Frisch, in Anführungszeichen, Frischwasser mit dazu mhm. kam äh, und die sind dann auch übergelaufen und wiederum in die Kanäle und in die Themse und die Themse drückt das Ganze aber wieder rein. Kleine Bremse da. Entschuldigung. Das heißt, so eine Spültoilette ist schon eine Sache, die auch schon Mitte des 19. Jahrhunderts nicht nur, also jetzt schon weiter verbreitet war. Das finde ich jetzt überraschend, weil das hätte ich mir natürlich viel später gedacht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwelche Arbeiterwohnheime Spültoiletten hatten in Mitte des 19. Jahrhunderts. Ja, nein, also, also die. Das dürfte die, ja auch erstmal ein Luxusgut gewesen sein. Ja, das sind dann die Bürgerinnen und Bürger in der Innenstadt Londons. Erfunden wurde sie, glaube ich, 1815. Und okay. ja, nee, das ist, okay. ähm, aber das hat er den, hat den Wasserverbrauch. Extrem, und so langsam kommt man vielleicht auch, wieso ich mir auf, wieso ich heute auf diesem Thema da so, so drauf rumreite, wieso ich drauf gekommen bin. Ähm, ja, der Wasserverbrauch hat sich auf jeden Fall auch enorm, enorm erhöht. Klar, gab es nicht so richtig, nicht, jeder hatte eine, aber ja, hat halt schon gereicht bei, den, äh, ja. bei der Bevölkerung. So, und im Sommer 1855, befinden wir uns ja gerade, fährt der Wissenschaftler Michael Faraday, der mit dem äh, Käfig. Ja. Und der hat noch so viele Sachen erfunden, das ist Wahnsinn. Ich habe noch mal durchge durchgescrollt, könnt ihr auch mal machen. Der kommt aber nur im, am Rande jetzt vor. Der fährt mit dem Boot über die Themse und es kommt ihm hoch und es stinkt zum Himmel. Und weil er Wissenschaftler ist, macht er gleich mal ein Experiment. Er schneidet weiße Papierstreifen zu, die er befeuchtet und in die Themse hält, um zu gucken, ab wann kann man die denn nicht mehr sehen. Und ja. ähm, er stellt fest: bereits ein Zoll unter der Wasseroberfläche sieht man nichts. Also das muss eine ganz unsagbare Brühe gewesen sein und er schreibt auch, da gibt es dann teilweise so, so äh, braune Wolken aus, aus festerem Material, die dann so aufsteigen, gerade an Brücken und er macht sich darüber extreme Sorgen, dass diese Stadt dies, das nicht in den Griff kriegt. Ja, die können ein riesen Empire um die ganze Welt, ja? die Sonne geht niemals auf, aber Klo abziehen geht halt nicht. Er schreibt dann, und ich lese es mal auf Englisch vor, If we neglect this subject, we cannot expect to do so with impunity, nor ought we to be surprised if, ere many years are over, a season give us sad proof to the folly of our carelessness. Ja. Also, sprich... Man häufig, diesen Satz kann man häufig zitieren. Ja, den kannst du jederzeit, äh, na, das fällt uns irgendwann mal auf die Füße, wenn wir da jetzt nichts machen. Ja. ja, aber nach ein paar Wochen ist der Sommer dann auch vorbei und dann ist es ja nicht mehr so heiß und äh, dann regnet es auch mehr und dann ist das wieder, dann ist wieder mehr Wasser im Fluss und dann fließt es auch schon wieder ab und es wird nicht mehr so, also es wird ist nicht mehr so schlimm. Auch hier wieder aus der Nase, aus dem Sinn. Ja, dementsprechend wird da auch erstmal nichts gemacht. Ein anderer Faktor, der dann noch angeführt wird, weshalb sich da nicht so richtig, nicht so richtig tut, ist, dass sich die äh, zuständigen Stellen auch so die, die Verantwortung für diese Investition halt gegenseitig auch zuschieben, weil London und das weiß ich auch nur ganz oberflächlich. Da gibt es halt diese einzelnen Viertel, die eine, ähm, also so ein Föderalismus. Ja, Da gibt es halt die Krone, die mhm. was zu sagen hat. Und da gibt es den Lord Mayor. Und da gibt es aber noch die City of London, die nochmal eine eigene Enklave in der Stadt London ist. Und diese Boroughs gibt es dann auch nochmal. Und ja, am Ende will es halt keiner zahlen. Ich glaube, man schiebt sich da ja, aus den Schwarzen Peter sagen, gegenseitig zu. Unfassbare Kosten und dann muss wieder jemand verantwortlich sein, und das traut sich dann halt keiner oder hat gar nicht die Mittel dafür. Ja. ja. Drei Jahre vergehen, 1858 im Sommer. Der Sommer ist sehr heiß und sehr trocken, und es ist sehr wenig windig. Und in London, in der immer seichter, flacher werdenden Themse, fängt es halt an zu gären. Also, jahrhundertealter Unrat aus Tierkadavern, Fäkalien etc. gärt da herum und stinkt noch schlimmer als sonst. Und noch dazu kommt halt der ganze industrielle Abfall aus Gerbereien, Färbereien und so weiter, weil sich ja Industrie nicht in Industrievierteln, sondern da ansiedelt, wo die Leute sind, in den Städten. Dementsprechend ja. hast du da halt auch ganzen, den ganzen ungefilterten industriellen Abfall noch drin. Königin Viktoria bricht im Sommer 1858 mit ihrem Gemahl und Cousin Prinz Albert von Sachsen-Coburg haben wir schon wieder hier die ja, haben wir schon wieder die auf eine kleine Kreuzfahrt über die Themse auf. Ja, man, so ein bisschen Zerstreuung. Und, ähm, schön. Ja, nee, ist nicht so schön. Da kann sie das, ja den Drecken ein bisschen zerstreuen. Das gefällt ihr nicht. Und wir, wir wissen ja, aber die Miasma, ne, das ist halt, man soll, das, man soll das, den Unrat da bloß nicht riechen. Das heißt, äh, Königin Vittoria hat immer einen Blumenstrauß vor der Nase, durch den sie sozusagen <laughs> durchatmet. Aber ach, relativ schnell ist in dieser Hitze dieser Gestank auch nicht mehr auszuhalten. Und das Herrscherpaar dreht um. Ja. Und generell, was so die wohlhabenden Londoner*innen machen, ist in dieser Zeit, die wer es nicht ohnehin schon macht, die ziehen sich auf ihre Landsitze zurück, wo es halt schön, wo man halt bestenfalls noch mal Landluft hat und die restlichen Londoner*innen werden dem Gestank überlassen. Mhm. Ja, die Tipps für die Bewohner*innen der Stadt gingen ja auch so in diese Richtung. Man soll halt möglichst diese kauft mehr Blumen. <laughs> ja, man sollte möglichst diese fiesen Gerüche maskieren beziehungsweise überlagern. Yeah. Anstatt, weiß ich nicht, sein Wasser vorher abzukochen oder so. Weniger Glück hatten sie im House of Parliament, da gab es jetzt, die haben keine Sommerpause gemacht an der Stelle oder so. Okay. Die konnten halt, äh, das liegt ja, das ist ja sehr schön und ein, immer noch eine ganz tolle Attraktion mit diesem Turm und der Ben und so. Äh, das ist ja direkt an der Themse. Und die mhm. haben halt die Vorhänge nicht mehr aufgemacht, die haben die Vorhänge mit Chlor eingeweicht und dann nochmal aufgehangen. Krass. Äh, ja alles was so in Richtung dann wurde haufenweise Kalk ausgestreut und es ging halt wirklich darum wir müssen diesen dieser blöde Geruch für, also an den Ursachen da arbeiten wir jetzt erstmal nicht aber wir müssen den Geruch maskieren ja hat aber nichts genutzt und es wurden immer mehr Teile auch vom House of Parliament unbenutzbar weil die Leute sind da reingegangen direkt also ihnen wurde direkt Krass. flau das heißt auch ohne, dass da die Fenster groß offen waren, es zog da einfach. Es muss so heftig gewesen sein, dass es einfach überall durchkam. Sobald man durch die Vordertür reinging, kam der ganze Gestank hinterher. Ja, das kroch so durch. Ne? Das war halt wirklich ja, allgegenwärtig ja. halt auch so eine, also wirklich auch so eine, so eine Glocke, wenn die Luft, wenn die mhm. Luft steht. Ich kenn's ja halt nur. Also ich, ich habe in meinem Leben oft in der Nähe von Brauereien gewohnt. Mhm. Und das riecht man ja auch über mehrere, ähm, über mehrere hundert Meter, auch noch sehr intensiv, wenn sich die Luft nicht bewegt, dann riecht es halt wirklich nach der Meische. Nach der ja, oder auch, also das, das ist, da, da macht man sich wirklich keine Vorstellung. Ich kenne das noch aus meiner Kindheit von der fischverarbeitenden Industrie, wenn der Wind richtig stand, dann stand das halt auch unmöglich und das muss ja ein, ein Bruchteil von dem gewesen sein, was da los war. Ja. Man kennt ja auch immer diese Geschichten vom Smog in London und dann das zieht alles nicht ab. Das, ja, das äh, muss unfassbar gewesen. Das Ding war ähm, 1834 bei einem Bra also, House of Parliament, war bei einem Brand 1834 sehr stark beschädigt worden und das war jetzt gerade fast einigermaßen wiederhergestellt. Ich glaube Wiedereröffnung offiziell war erst ein paar zehn Jahre später oder so, aber es war schon ziemlich viel restauriert und die haben überlegt, ja lass, wir lassen das da einfach stehen und machen das jetzt woanders. <laughs> so, die, die nicht die Politik der Verbrannten, sondern der Verstunkenen Erde. <laughs> Und diese zwei Monate des bestialischen Gestanks in der Stadt werden in der Presse und in der Bevölkerung The Big Stink beziehungsweise The Great Stink genannt. So wie The Great Gatsby. Ja. Und ja, ich hatte The Big, es gibt ja bei dem, im, im Wrestling gibt es ja The Big Show, aber The Big Stink wäre auch ein guter Name für einen ungewaschenen Wrestler. Ja, auf jeden Fall. Also, äh, ja. Und ja, schließlich, nachdem der. Aber gibt es nicht sowas wie öffentlichen Druck und Presse? Ich meine, das war ja schon relativ großzügig. Und Zeit. schließlich, nachdem der Druck der Öffentlichkeit. Super, fantastisch. Großartig macht er das. Ja, die Presse und ich verlinke auch ganz viele ähm, schöne Karikaturen aus der damaligen Satire-Zeitung Punch. Ähm, mhm. da, wurde, da wurden viel. Ähm, also der Tropfen des Horrors, wo sie so, ein, so, ein, so unter so einem Mikroskop so irgendwelche Untierchen zeichnen. Und das sind halt auch irgendwelche ähm, ganz fiesen Satansgesichter und so. Ähm, ja, der öffentliche Druck und der Gestank im Parlament sind dann irgendwann zu groß. Und es ist jetzt nur wirklich so, dass es einmal den öffentlichen Druck, aber nun auch diejenigen mit Macht und Einfluss, die betrifft die Krise ja jetzt auch. Für die stinkt es ja. ja auch. Und in Windeseile wird dann ein Gesetz verabschiedet, welches die Ursachen dieser gammeligen Themse beseitigen soll. Also nicht das Gesetz, also da wurden die Maßnahmen <laughs> beschlossen. So, und derjenige, der mit der Aufgabe betraut wird, ist Bauingenieur Joseph, Basal oder Joseph Basaljet. Basaljet. Der hat einen französischen Nachnamen von seinem aus Frankreich eingewanderten Großvater. Aber ich habe da jetzt überhaupt keine Probleme mit der Falschaussprache, weil nämlich in allen. Äh, die Londoner die, werden damit auch keine Probleme gehabt ganz haben mit der Falschaussprache sein. Genau. Seines Und der lässt über die nächsten Jahre 135 Kilometer unterirdische Abwasserkanäle bauen. Okay. Mit einer Neigung von, fand ich ganz spannend, mindestens 40 Zentimetern pro Kilometer. Also, es ging nur ja. leicht bergab, aber ähm, das war sozusagen die, die Neigung, die es braucht, dass sich möglichst wenig Feststoffe unten absetzen mhm. können. Und er lässt die. Ja? Ja. Nee, ich bin beeindruckt wieder von den, von den Fähigkeiten. So eine Stadt, die da halt seit 2000 Jahren rumsteht. Dass du da halt die Möglichkeiten hast, wir bauen da jetzt einfach mal 150 oder 135 Kilometer Kanäle durch den Boden. Ne? Das ist ja nicht, dass du mhm. irgendwie so einen Kanal aushebst und dann da so einen neuen Fluss hast, sondern das muss ja statisch und hin und her. Und ja. mit welchen technischen Mitteln macht man das überhaupt? Keine Ahnung, was man da 1850, 60 da am Start gehabt hat. Ja, Der, also dessen sowieso, dessen ganzen ganzes Schaffen ist äh, unfassbar große und ambitionierte Infrastrukturprojekte in erster Linie in London. Und äh, ja, es ist halt auch so, dass dann, dann werden halt auch in solchen Zusammenhängen, wer, da werden ja auch dann immer gerne so ärmere Viertel einfach weggehauen, den Leuten ihr Dach im Kopf ja. weggehauen, die Leute dann irgendwo zwangsumgesiedelt. Und tatsächlich wird das alles, es wandert jetzt auch nach, nach unten. Das ist jetzt alles nichts Neues. Ja, Rom hatte irgendwie schon im ersten vorchristlichen Jahrhundert seine Cloaca ja. Maxima. Wie auch, ja, ja, auch ein schöner Name. Ja, er lässt die Kanäle auch Ja, her, aber was? weißt du das zufällig? Reißen die dann ein Loch in den Boden und bauen Mauern das wieder zu und kippen wieder Erde drauf oder buddeln die sich da wirklich wie so ein Wurm unterirdisch durch Teils, teils. Also teils werden wirklich so Schneisen gezogen. Also wirklich also links und links und rechts alles hochge hochgebuddelt, da wo es zum Beispiel unter einer Straße verläuft. Da gibt es jetzt halt eben mhm, zu, zu der Zeit, da gibt es eben die Straßen die Straßen ja. nicht. Das ist ja heute noch bei, wenn du heute Siegelbauarbeiten ja, hast, wie viel da noch aufgebaggert wird und wie lange das dauert. Und das hat nochmal extra lange gedauert, weil zwischenzeitlich gab es bei diesen Bauarbeiten einen Streik, der ein Jahr lang gedauert hat, weil die Erhöhung des Tageslohns von fünf auf sechs Schilling, das war dann doch äh, der Stadt ein bisschen zu teuer da hat man lieber noch ein Jahr gestankt ja da hat man lieber noch ein Jahr gestankt in, in, in Anspruch genommen mehr. genau Und er findet auch einen Ort, Ort östlich von London an dem die Gezeiten das Wasser nicht wieder so in die Stadt reindrücken also er okay. findet er findet er findet auch ein Teil ein Stück der ein Stück der Themse wo eben der der Titenhub nicht so stark ist also was irgendwie geschützt okay. ist wo man was einleiten kann ohne dass es direkt mit Schmackes in die Stadt ah, reingespült ähm, wird ja. Und das Ganze passiert auch wirklich sehr weit östlich der Stadt, sodass halt Trinkwasserentnahme in der Stadt wieder auch wieder möglich wird. Das heißt, das wird wirklich sehr weit äh, außerhalb der Stadt in die Themse eingeleitet. Ja. Ah, okay. Beziehungsweise. Ist also ein, ja, verstehe. Jetzt, heute ist es nicht mehr weit. Heute ist es wahrscheinlich mittendrin. <laughs> ja, im <laughs> ja. Großraum London. Und da stehen heute zwei große Klärwerke. Mhm. So. Das heißt, die gibt es aber noch quasi, diese, dieses, dieses, dieses äh, Kanalsystem. Oder es ist es einfach irgendwie über, also immer weiter erweitert worden oder ist es einfach mal zugeschüttet worden und neu gemacht? Es ist weiterentwickelt worden, aber Teile dieses damals gebauten Dings sind immer noch in, oder ein, der, in der einen oder anderen äh, Funktion, obwohl jetzt wurden vielleicht in dem gleichen Kanal nochmal neue Rohre gelegt. Mhm. Aber tatsächlich so die Klar. Diese 135 Kilometer, die haben sie jetzt nicht einmal wieder zugeschüttet, das wurde weiter genutzt. Ja. Und gerade so in Großstädten ist es ja eigentlich permanent so eine so, ja, so, operation am offenen Herzen, so, wenn du da irgendwie große Infrastruktursachen, das merkst du ja auch, wo, wo gut ausgebaute Netzwerke sind, dann, es funktioniert ja, du prutschst ja da nicht irgendwie dauernd. Aber, fängst, aber irgendwann fängst du halt an, einfach nur noch dran rumzuprutschen und dann so, so Bits and Pieces zu reparieren. Sowas wie, was weiß ich, New Yorker U-Bahn oder so. Gerade so diese unterirdischen Sachen. Die sind halt so in, nicht in sich geschlossene Systeme, aber das sind halt sehr komplexe Systeme, wo du im Prinzip halt alles einfach mal fünf Jahre anhalten müsstest, um es neu zu machen. Aber das kannst du nicht machen, weil die Stadt halt von dem Service dieser bestehenden Struktur abhängt. Und so ist es alles ja. immer nur äh, Flickwerk. Ne? Ja. Und ja, was sich doch festsetzt, wird noch bis ins weit, bis weit ins, ich glaube sogar bis zum Ende des 20. Jahrhunderts gesammelt und auf Sludgeboats. Äh, Sludgeboat. Wir packen das Theme von Loveboat in die, ähm, oh, ja. nur singen, dann wird das auf Sludgeboat. Also, schöne Serie auch. Sludgeboat. Um Geht um so eine, so, ein so eine Familie, die so ein ja. Sludgeboot hat und Fäkalien aus das heißt London aufs Meer. F also genau, das wird, dann, das wird dann draußen auf hoher See verklappt, der Sludge. Und was er noch macht, und das ist halt auch ein großer, großer Faktor, er lässt Deiche, sogenannte Embankments an der Themse bauen. Die kennt man heute noch. Da ist, die Straße heißt ja dann auch Embankment da am Wasser. Mhm. Kann man mal auf dem äh, Scotland Yard Spielbrett nachgucken, wenn man das möchte. Und... Das sorgt halt die auch. Die haben welchen Zweck? Die haben zum ja, einen das haben Zweck, dass es dann nicht, halt nicht so einen, so einen flachen Strand gibt, sondern halt wirklich so eine Deichmauer. Das heißt, der Fluss fließt dran vorbei und ähm, es, es wird nichts ange, angeschwemmt sozusagen. Also die die okay. wird sozusagen ja. eingehegt, die, äh, die Themse. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das auf eine gewisse Art vielleicht auch die Flussgeschwindigkeit ähm, erhöht. Bisschen erhöht. Ja. Mhm. Und da wird halt auch nochmal Bauland ähm, dann auch nochmal gesichert in Top-Lage. Also der hat wirklich so viele äh, Fliegen da mit dieser Klappe geschlagen und tatsächlich wurde dem Geruch auch Einhalt geboten. Und neben des, nebenher wurde auch der, der Cholera sozusagen Einhalt geboten und es war aber Korrelation bzw. Beifang. Mhm. Man ja. wollte den Geruch weg haben, aber es hat es ist halt, was halt passiert ist. Es gab halt allgemein bessere Hygiene und der Trinkwasserstandard hat sich verbessert. Und aber damit ist ja auch wieder bewiesen, dass sie recht hatten und nicht der Herrscher, weil <laughs> der Geruch ist weg gewesen und die Corolla war weg. Ja, das dauert tatsächlich noch eine ganze Weile. Und Basaljet, der, das, der, der wird gefeiert und der wird auch. 1874 wird er zum Ritter geschlagen und er bringt noch andere. Ich hatte es gesagt ehrgeizige Infrastrukturprojekte. So diese ganzen alten Zollbrücken, die kamen weg aus London und es kamen moderne Brücken hin, wie die, die dem modernen Kutschverkehr auch standhalten sollen. Die Hammersmith Bridge und die Battersea Bridge und Jett stirbt 1891 in Wimbledon, hochgeehrt und hochgeahndet. Es gibt auch heute noch diverse kleine Denkmäler und, und Erinnerungsplaketten an ihn als eben den großen Civil Engineer. Und Jon Snow hatte weniger Glück. Der wird mhm. von der Nights Watch äh, nämlich <laughs> übelst. Ach nee, das verraten wir jetzt nicht. Der andere Jon Snow hatte auch weniger Glück. Der stirbt nämlich 1862 an einem Schlaganfall. Und mhm. ja, erst Jahre nach seinem Tod sagen die Leute dann, ja. Ja, er hatte dann doch recht, das kommt gar nicht von Miasma und Gerüchen, sondern dann wird das Ganze halt von der, von der Germ Theory ähm, abgelöst. Und er war da ein Pionier, wurde aber auf, aus Gegebenheiten seiner Zeit dann eben verkannt. Ja. Popkulturelle Verarbeitung machen wir dann oft noch an der Stelle. Ja, yeah, the, the Shit Shows gibt es bestimmt als Mensch. Ja, ach, ach, garantiert, <laughs> wenn man jetzt alles, was irgendwie mit, mit Pipi-Kaka-Humor zu tun hat, ja. wir haben ja auch genug gemacht jetzt die letzte Dreiviertelstunde, ähm, ich habe nicht viel gefunden, außer so Podcasts, wo der eine die Geschichte nicht kennt und der andere dann erzählt, <laughs> ähm, kennt ihr vielleicht. Und was ich aber gefunden habe, es ist so eine, glaube ich, eine italienische, ähm, ja, so eine Art Autorenteam-Produktionsfirma, die haben so einen Pitch gemacht, wo es um eine Geschichte über Drogenhandel und sonstige Kriminalität und politische Verwicklungen und so, die sollte The Great Stink heißen und auch zu dieser Zeit an und auf der Themse spielen. Mhm. Also, mhm. wenn ihr ein Streamingdienst seid und einen Film über den Great Stink äh, finanzieren wollt, meldet euch da. Können das glaube ich auch noch mal verlinken? Trailer oder irgendwie sowas, da gibt es da noch nichts. Sie haben halt erstmal nur die Idee und so die das Grunddrehbuch dafür. Ja. Und ansonsten ist das relativ wenig, ähm, wenig rezipiert. Also den Smog, den find, der findet sich ja mal wieder in, wenn so viktorianische Zeit dann irgendwo gezeigt wird. Aber so die hygienischen, ja klar, die Kinder haben dann immer so dreckige Gesichter, aber so dieses ganze Thema untenrum wird ja auch immer sehr gerne ausgespart in popkulturellen Produktionen. Ist halt auch nicht so geil. Also ich meine, ist, also ist <laughs> Nein, aber ist, jeder so, also macht das und es beschäftigt ja, jeden klar. und es bringt die Natürlich. Leute halt auch, oder hat zumindest zu der Zeit, hat es die Leute das halt auch umgebracht, wenn es dann im Trinkwasser gelandet ist. Klar. Ja. Aber so ein bisschen Tabuthema ist es halt immer noch. Es ist vielleicht nicht so stark wie bei den Victorians, aber so ist es halt. Ja. Deswegen ist es halt schlecht zu verkaufen. Wie gesagt, gab es doch dieses. Ähm es kann ja nicht jeder so geil sein wie dieser komische charmin der irgendwie in den USA mal Werbung macht oder auch bei uns, glaube ich, auch für weiches Klopapier. Den gibt es noch. Und dann gab es doch die. Ähm, boah, ich weiß nicht gar nicht, was für eine Ärztin sie ist. Ähm, die ja, also so, so ein großer Bestseller über Darmgesundheit, weil das ja auch tatsächlich so tabuisiert ist, so Themen Stimmt. wie was weiß ja, ich, klar. Darmkrebs, äh, Hämorrhoiden, keine Ahnung. Ja, verlinken, verlinken wir, fällt mir jetzt auch nicht ein. Das heißt, oh, wie heißt denn das? Ich hab's vergessen. Ja, ja, Darm mit Scham. Darm mit Scham, ja, das weiß. war's, genau. Darm mit Scham. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. So, mehr habe ich heute nicht. Ja, nee, das war ja reicht also ja auch. Vielleicht kann man sich denken, wie ich ähm, aufs Thema, wie ich, vielleicht kann man sich denken, wie, auf Thema, wie ich aufs Thema, gekommen bin mit irgendwie leeren. Weil diese scheiß diese scheiß äh, äh, Kriegsschiffe in der Donau aufgetaucht sind. Äh, die Kriegsschiffe in der Donau habe jetzt gar nicht ge mit der Donau habe ich mich gar nicht so befasst, sondern mehr auf vielleicht war es auch so Lokalpatriotismus mit dem mit dem Rheinpegel. Ja, ja klar. Und ähm, ja. Jetzt, ähm, genau, und es wird dann erst was gemacht, wenn, er halt, wenn er halt der erste Bonze seinen Golfplatz nicht mehr bewässern darf. Ich glaube, dann, dann wird was passieren. Äh, ja. Ich muss jetzt nochmal was fragen, äh, hier äh, in der Öffentlichkeit. Wir, ich weiß nicht, ob Leute darauf geachtet haben. Wir schreiben tatsächlich die neun und fucking 40. Folge. Ja. Das heißt, wir haben demnächst die fünfzigste Folge. Was machen wir denn da? Machen wir da was? Äh, wir, wir, mal, was packen, wir, wir packen die ganzen Geschenke äh, aus, die uns unsere Leser, ja. HörerInnen jetzt sofort schicken, postlagernd. Ah, ne, wir ja nicht meine. Al <laughs> äh, schreibt, wenn ihr uns was ich schicken wollt, sein. schreibt uns eine E-Mail mit einem Attachment <laughs> genau. oder so. Äh, ja, ich denke, das wird entweder Business as usual oder mir fällt noch richtig was ein. Wenn ihr noch eine Idee habt, was wir machen können, meldet euch äh, bei den Social Medias. Oder auch, was eure liebste oder eure nicht so liebste Folge ist. Aber was, worauf ich jetzt keine Lust habe, ist, dass wir da groß was Selbstreferenzielles machen. Dass wir darüber reden, wie, was wir für einen geilen Podcast machen. Ähm. Schade, wir machen so einen geilen Podcast. Aber, äh, ja, ja, verständlich, verständlich. Interessiert dann ja doch. Ja. Dann, dann, dann ich könnte mal wieder trinken beim Vortragen. Das wäre vielleicht ganz witzig. Ja, sehr gut. Oder fällt mir ein, ich habe hab, hab Bierflaschen kommt. im Freezer. Ich muss jetzt wirklich Schluss machen. Ähm. Ja, dann äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Es hat äh, trotz des Themas oder auch wegen des Themas Spaß gemacht. Es war sehr interessant. Äh, habt eine gute Woche da draußen. Ja, macht's gut. Bleibt uns gewogen und äh, ja, gute. Guten Hunger? Das da draußen ist übrigens total schön. Diese, diese Formulierung da draußen, das klingt so wie ein 1930er äh, oder 50er ähm, Radiokommentator, also als der in seiner Kabine eingeschlossen sitzt. Ja, ja was, was, was anderes <laughs> ist denn das als hier dieses <laughs> meine, meine, meine Abstellkammer hier, dieses, dieses Kabuff mit, der, ja, mit, dem, mit dem Staubsauger Tendlich. und dem, dem Christbaumständer und was nicht alles hier noch rumfliegt. Ja, Viele Skateboards. Ja, dann rette mal die Biere ja. und habe eine gute Woche. Und Jan. ihr Vielen auch Dank. tschüss, macht's gut.